Leute, was geht denn? Aber herzlich willkommen zur nächsten Karrierefolge mit mir, dem Simon, euer Broski, hier auf dem Zweitkanal, Freunde. Wir sind zurück nach dem Wunder von der Weser, geht es zurück in den Bundesliga-Alltag. Wir sind aktuell auf Tabellenplatz 3. Es ist eine absolute Traumsaison. Im DFB-Pokal sind wir weiter, die Champions-League-Gruppe führen wir an. Wir sind super in die neue Saison gestartet. Und ich glaube, über diesen Mann muss ich euch nichts erzählen. Joao Pedro. Mit was für einem Rating haben wir dem geholt? 79 letztes Jahr. Der geht wahrscheinlich in der Hinrunde noch auf 85. Ist extrem stark aktuell. Generell mal ein Blick auf die Statistiken. Also was Niklas Füllkrug abreißt, darüber brauche ich euch nichts erzählen. Aber Joao Pedro, 17 Scorer in 15 Spielen. Mehr Scorer als Spiele in der Premier League. Im DFB-Pokal ein Spiel, ein Tor. In der Bundesliga 4 Spiele, 6 Vorlagen. Der Typ ist absolut überragend. Korea macht es auch verdammt gut. Ich bin aktuell mit dem Team wirklich so unfassbar zufrieden, Junge. Selbst Matanovic ist am Netzen und macht es auch extremst gut. Und ihr könnt es auch extremst gut machen, indem ihr hier ein Like auf dem Video da lässt. Ich würde mich freuen. Ihr supportet die Serie ja richtig geil und wir werden jetzt als nächstes auswärts beim VfB Stuttgart spielen. Und da sehen wir den Bundesliga-Top-Torjäger Niklas Füllkrug. Also wir sehen den Stuttgart-Spieler, aber Füllkrug ist aktuell der Top-Torjäger mit 11 Spielen und 11 Toren. Und dann gehen wir rein, auswärts beim VfB Stuttgart. Es regnet mal wieder, wie irgendwie immer in dieser Karriere. Ist eigentlich so schlechtes Wetter in Deutschland, ich weiß es nicht. Aber Stuttgart gegen Bremen in der Mercedes-Benz Arena. Der 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an. Beide Mannschaften kommen aufs Feld. Und hier gibt es eine Choreo für... Ich kann es ehrlicherweise nicht beurteilen, wer das sein soll. Na, guck mal, Agu geht noch hier durch die Haare vom Einlaufkind. Weiß ich nicht, ob das sein muss, Bro. Aber ist in Ordnung. Rüdiger Rammel, der Star-Coach an der Seitenlinie, saugt ein bisschen die Stuttgarter Atmosphäre ein, die ja wirklich sehr, sehr gut ist. Hier auch schon der Stadionumbau in der Mercedes-Benz Arena abgeschlossen. Und dann gibt es den Shake-Hands der beiden Mannschaften und wir schauen direkt auf die Startformation. Oder auch nicht, weil die Kreise gebildet werden. Ich kann euch aber sagen, wir spielen mit der ersten Elf, Korea auf der 10. Ansonsten alles wie gehabt. Wir gehen rein. Let's go. Und wir dürfen auch direkt anstoßen. Füllkrug auf Joao Pedro. Ja, das muss ein bisschen sein. Ein bisschen brasilianisches Samba wird hier getanzt. Ja, ja, und auch Korea kann das. Dafür lebt er, der Korea. Oh, dafür lebt der 17-Jährige. Korea aus der Distanz. Und dafür lebt der 17-Jährige. Und es ist Korea mit einem absoluten Traumtor. Und genau deshalb bin ich dankbar für diese Lösung mit Coutinho und Correa, dass der Junge seine Spielzeiten bekommt. Lecomte im Tor, ohne jede Chance. Delaney spielt ihn rüber, João Correa. Ist João Correa, ja, perfekt. Ja, João Pedro, Correa, beides Brasilianer. Machen wir eine Mischung raus. Ja, fasst sich einfach mal ein Herz und guckt euch das an. Das nennt man dann wohl absolutes Traumtor. So kann man mal reinstarten ins Spiel. Pedro, starker Ball, Niklas Füllkrug, Delaney, Tom Kraus mit einer Idee, boah, die wäre fast gefährlich geworden, Delaney, wir kriegen die zweiten Bälle, gefährliche Freistoßposition für Stuttgart jetzt, Amau versucht das direkt, nee, flankt den rein, aber wir sind da und jetzt gibt es die Kontermöglichkeit, Joao Pedro, Tempo hat der Kerl, aber das macht er nicht gut und jetzt wiederum die Stuttgarter, ja, gut verteidigt von Delaney. Sehr gut verteidigt. Agu. Füllkrug. Ja, bleibt irgendwie am Ball. Na, irgendwie auch nicht. Wir tun uns gerade ein bisschen schwer. Geben Stuttgart jetzt immer mehr Räume. Gibt's noch Elfmeter? Boah, das hat Ortega stark gehalten. Nee, es war abseits. Oh, ich hatte so Angst, dass es noch Elfmeter gibt. Also Stuttgart hier deutlich besser in der zweiten Halbzeit. Die machen echt richtig gut Druck. Ist vielleicht mal ein Befreiungsschlag mit Mitchell Weiser. Die aber sehr alleine gelassen. Wo soll er da hinspielen? Delaney. Joao Pedro. Hat jetzt mal Platz. Joao Pedro. Ach, klasse. Klasse, das ist einfach... Ich nehme es in den Mund. Das ist Weltklasse. Ich nehme es in den Mund. Es ist Weltklasse. Joao Pedro... Niklas Füllkrug, 12. Saisontreffer. Das ist einfach überragend. Stuttgart in der zweiten Halbzeit die ganze Zeit am Drücker gewesen.
viel näher am 1:1 als wir am 2:1. Und dann kommt Joao Pedro. Und guckt sich das an. Ist einfach überrannt. Wie willst du das verteidigen? Stuttgart kommt nochmal. Stuttgart kommt nochmal. Wird geblockt. Korea, Kopfballduell kann er auf einmal auch. Und jetzt nochmal eine Kontermöglichkeit. Matanovic. Korea sucht Joao Pedro. Und der findet nochmal Matanovic. Matanovic. Und dann wäre es fast das 3:0 geworden. Aber das Spiel sollte jetzt jeden Moment vorbei sein. So ist es. 3:0 wäre schöner gewesen. Matanovic kann passieren. Aber wir gewinnen souverän auswärts 2:0 beim VfB Stuttgart. Stuttgart, ja, so 30 Minuten in der zweiten Halbzeit. Überlegene Mannschaft gewesen. Aber wir haben es am Ende für uns genutzt. 2:0. Sehr schön. Auf den anderen Plätzen gewinnt Holstein Kiel gegen Hannover 96 und Dortmund deutlich in Bochum mit 4:1. Und wir sind jetzt im Interview. Lass mich raten, wieder Negativpresse gegen Bela Kotschap. Das wäre der Klassiker. Hatten Sie Zweifel an dem Sieg? Nö. Alle Spieler haben alles gegeben. War doch super. So, und jetzt? Oh, keine Bela Kotschap-Kritik. Jetzt muss... Wie schwer war es, die Abwehr von... Oh, wir haben unser Spiel gemacht. Also... Und 2:0 gewonnen. War jetzt nicht so schwer zu knacken, die Abwehr von Stuttgart. So, jetzt erstmal Länderspielpause und dann geht's auch schon gegen Bochum. Und guck mal. Tom, Alter, 5 Nationalspieler. David Raum, Felix Agut, Tom Kraus, Bela Kotschap und Ortega. Alle bei der deutschen Nationalmannschaft. Werder Bremen bildet aus. Geil. Und genau, in der Bundesliga, ich will nicht Kroatien-Trainer werden. Vielen Dank trotzdem, ich fühle mich geehrt. In der Bundesliga geht's jetzt gegen Bochum. Wir sind aktuell Tabellenzweiter. Sind an Leipzig vorbeigezogen, Wolfsburg auf der 3, Bayern hat immer noch kein Spiel verloren und ganz unten, genau, Wolfsburg sage ich schon, Hannover auf der 18, Bochum auf der 17. Da sollten wir eigentlich gewinnen, wenn alles normal läuft. Ich werde Coutinho wieder von Anfang an spielen lassen und Angelo Stiller bekommt mal wieder die Chance und dann nehme ich mal den Kollegen Arnold mit auf die Bank. Ich hoffe, der spielt, kriegt ein paar Minuten. Ich finde ihn eigentlich ganz gut bis jetzt. So, schauen wir mal, was das hier gegen Bochum wird beim Heimspiel. Sollte eigentlich ein souveränes Ding werden. 1:1. Füllkrug trifft zwar. Zu Hause gegen den 17. muss da mehr kommen. Sag ich euch ehrlich. Das ist nicht so geil. Also es wäre schön, dass Füllkrug hier irgendwie seine Torquote aufrechterhält. Aber zufrieden kann ich damit nicht sein. Wir können jetzt aber in der Champions League alles klar machen. Überragende Leistung von Joao Pedro. Auf jeden Fall. Also der Mann rasiert alles gegen den Strich. Bei Juventus Turin fällt auch Arthur für die nächsten 7 Wochen aus. Der hat sich eine Mittelfußfraktur zugezogen. Und wir müssen jetzt, wir gucken auf die Tabelle, einfach nur in Salzburg gewinnen. Die sind das schlechteste Team hier. Und dann sind wir weiter. Dann sind wir sogar safe Gruppenerster. Joao Pedro ist auf der 85 gegangen übrigens. Das ist unsere Startelf für das Spiel auswärts in Salzburg. Bisschen rotieren und ich ziehe die grünen Trikots an. Und wir sind in der Red Bull Arena. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Wir sind auf jeden Fall auswärts zu Gast bei Red Bull Salzburg im Waldstadion. Das ist der offizielle Name, ich weiß es nicht. Ja, gegen Salzburg hat alles angefangen in unserer Champions League Reise in dieser Saison. Im Hinspiel ein umkämpftes 1:0 geholt. Ortega hat einen Elfmeter gehalten von den Salzburgern und Füllkrug, geile Kameraansicht übrigens an der Stelle, Füllkrug hat den Elfmeter souverän reingemacht. Wie gesagt, hier 3 Punkte und wir sind zu 100% in der K.O.-Phase, ansonsten würde auch ein Unentschieden hier und im nächsten Spiel gegen Manchester United reichen. Und dann gehen wir auch rein, ihr habt die Startaufstellung gesehen, die Champions League Hymne wurde abgespielt und oh, Salzburg direkt mit der ersten Chance nach 3 Minuten. Ja, da hat Onana aber sehr viel Platz. David Raum, völlig out of position. David Raum und fast die Führung für Salzburg, aber wir können noch blocken. Oh, das ist stark gespielt. Weiser kommt ein bisschen zu spät. Kraus kommt zu spät. Abschluss. Aber wieder werfen wir uns mit allen Mann rein und jetzt gibt es eine Kontermöglichkeit. Ole Arnold mit viel Grün vor sich sucht Joao Pedro und der ist leider im Abseits. Wow, RB Salzburg mit dem 1:0 in der 43. Spielminute und so verrückt und so schnell kann es dann auch mal in der Champions League zugehen. Man fühlt sich sicher, holt 7 Punkte aus den ersten oder 9 Punkte aus den ersten 4 Spielen. Aber jetzt Tom Kraus, Füllkrug und Joao Pedro wollen starten. Tom Kraus, absolut schlecht gemacht. Freistoßmöglichkeit, Arnold. Hält den kurzen Weg zu Niklas Stark. David Raum.
muss den Ball in die Mitte bringen. Da ist João Pedro. Riesenchance. Füllkrug. Pfosten. Und das Spiel ist vorbei. Und wir verlieren auswärts in Salzburg. Das gibt es nicht. Das ist ärgerlich. Und wir machen die Gruppe nochmal spannend. Das ist richtig bitter. Wir müssen mal gleich gucken, wie Manchester United gegen Juventus Turin abgeschnitten hat. Ein Unentschieden wäre geil für uns, weil dann sind wir zu 100%, glaube ich, in der nächsten Runde. Ich weiß gar nicht, wie das da aussieht. Wir schauen mal ganz kurz. Champions League. Und ja, so sieht's aus. Es kann uns nichts mehr passieren. Es geht nur noch um den Gruppensieg. Egal, was passiert. Juventus Turin und der SV Werder Bremen stehen beide im Champions League Achtelfinale. Und damit gibt es trotz der Niederlage in Salzburg was zu feiern. Denn wir haben diese vermeintliche Todesgruppe gemeistert und stehen zum zweiten Mal in Folge im Achtelfinale der UEFA Champions League. In der Premier League ist Manchester United aktuell auch nur Fünfter. Aber das ist relativ eng da alles beieinander. West Ham ist da vorne mit drin. Liverpool, die ja nur Euroleague spielen, führen die Tabelle an. Wie sieht es in der Serie A aus? Was macht da Juventus Turin? Vierter auch nur. Aber auch da relativ eng, muss man fairerweise sagen. Stay möchte im nächsten Spiel, wir spielen auswärts in Kiel, gerne spielen. Und da werde ich ihn dann sehr wahrscheinlich von der Bank bringen. Und es gibt mal wieder monatliche Scouting-Updates. Wie gesagt, wenn hier was Interessantes dabei ist, dann melde ich mich. Sieht aber nicht so aus. Auswärts in Kiel, 18. gegen 3. Steven Skripski steht da vorne im Sturm. Sehr geil. Morgalla ist auf ein 77er Rating gegangen. Und genau, der Kollege Stay hat sich gemeldet, will unbedingt mal spielen. Und ich werde ihn auch von Anfang an spielen lassen. Für Delaney rotiert da mal rein. Ansonsten würde ich das fast so lassen, wie es aktuell ist. Denn ich bin da sehr zufrieden. Und dann würde ich sagen, gehen wir mit der ersten Elf auswärts nach Holstein Kiel und gucken mal, dass wir in der Bundesliga jetzt wieder zurück auf die Erfolgsspur kommen. Stay trifft sogar, wollte unbedingt spielen. Aber ein 1:1 beim 18. gegen Bochum und gegen Kiel, die da so weit unten drin stehen, tun wir uns so schwer. Boah, das ist dumm. Ja, das sind wirklich verschenkte Punkte in der Liga, ne? Das nervt. Was hat denn das für eine Auswirkung auf unsere Platzierung? Wir bleiben Tabellendritter. Nach vorne brauchst du eh nicht gucken. Die Bayern werden hier diese Liga gewinnen. Ja, Dortmund ist vorbeigezogen. Ansonsten ist nur ein Punkt auf Rang 6, ne? Also, das trügt da vorne. Das trügt. Holstein, Kiel, die waren nicht mal Letzter. Hannover ist Letzter, aber trotzdem. Also Kiel und Bochum da nicht zu gewinnen, das ist... Es ist haarsträubend. Und gegen Hamburg übrigens auch nicht. Naja. Wir haben einen Monatsbericht der Jugendakademie. Dennis Beck bleibt bei seinem geisteskranken Potenzial von 86 bis 92. Wir können David Strasser umformen zum Innenverteidiger. Dort hat er ein 67er Rating. Jetzt hoffe ich mal, dass sein Potenzial hier noch in der Jugendakademie hochgeht. Weil dann ist das auf jeden Fall auch ein aufregendes Talent, was wir definitiv mal in Betracht ziehen können. Und dann geht es auch schon rein in unser Pokalspiel gegen den FC Augsburg. Das ist die dritte Runde in der WWK-Arena wird gespielt. Ricardo Pepi im Sturm. Vestergaard, den kennen wir auch noch von den Bremern. Und dann gehen wir rein ins Pokalspiel auswärts beim FC Augsburg. Schauen wir mal, was das hier wird. Sollten wir eigentlich weiterkommen? Eigentlich. Ja? Also ein bisschen rotiert haben wir. Stay lasse ich wieder von Anfang an spielen. Der hat es klasse gemacht, hat auch ein Tor erzielt. Von daher kann der sehr gerne hier auch mal ein paar Minuten bekommen. Es wird ja hier keiner im Kader vergessen. Ne? Also beim besten Willen nicht. Jeder ist für die Mannschaft wichtig. Aber ich glaube, die Zufriedenheit des Teams spricht auch da aktuell für sich. Also ich habe hier bis jetzt noch keinen Spieler gehabt, der irgendwie rumgemosert hat. Meier wird ja auch in der Rückrunde dann verliehen. Der kriegt halt aktuell wenig Spielzeit, weil es einfach auch Matanovic und sowieso Völkel und João Pedro richtig gut machen. Ist das Spiel bestimmt, Junge. Die kommen hier viel besser in die Partie rein und die führen 1-0. Expertschei. Ja. Na geil. Die Ecken von Rom, ne? Also wer sich das ausgedacht hat, weiß ich ja auch schon wieder nicht. Boah, das ist aber geil gespielt, ja. Coutinho auf João Pedro 1:1. Der Mann ist da. Der hat auch 85. Der muss da sein, Junge. Und Coutinho mit seiner Vorlage. 45 Minuten sind vorbei. Augsburg macht es wirklich sehr gut, muss man sagen. Wir haben Schwierigkeiten. Aber sind zumindest mal nach dem Rückstand wieder zurück im Spiel. Es ist kein leichtes Spiel, ne? Der DFB-Pokal. Ja, ja, jetzt sage ich's. Schreibt seine eigenen Gesetze. So, jetzt aber. Zu kompliziert. Zu kompliziert, Freunde. Füllkrug. João Pedro Coutinho. Riesenchance. Und bring mal ein gutes Ding in den 16er. Füllkrug. Ja,
Ah, nee. Nee. Oh, jetzt wären wir ausgekontert. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Aber Augsburg drückt abseits. 85 Minuten gespielt. Es riecht nach Verlängerung. Und Augsburg ist hier die bessere Mannschaft. Correa. Ja, bitte. Nein. Was machst du denn, Stiller? Was tust du denn? Ja! Angelo Stiller, ich hab nichts gesagt! Das ist der Lucky Punch! 90. Minute! Der SV Werder Bremen steht im Viertelfinale des DFB-Pokals durch Angelo Stiller. Er ist der Matchwinner in der 90. Minute. Zitterpartie! Aber weiter, fragt am Ende keiner nach. Schalke fliegt gegen Düsseldorf raus. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Dortmund, wann ist denn Bayern rausgeflogen? Was ist denn da los? Wien Wiesbaden im Viertelfinale. Ach so. Hä, was ist mit den Bayern los? Hallo? FC Bayern? DFB-Pokal? Was ist passiert? Runde 3? Ja, hier Viertelfinale. Wir haben zu Hause Hoffenheim. Ich hätte gerne Wien Wiesbaden gekriegt. Aber das ist auf jeden Fall ein machbares Los. Hoffenheim zu Hause. Also Heim ist immer super. Was ist denn? Bayern gegen Dynamo Dresden. Chilliger Voice Crack. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Leverkusen gegen 1860 raus. Ja, das ist ja krass. Das ist ja krass. Wien Wiesbaden. St. Pauli rausgehauen. Wir müssen als nächstes gegen Union Berlin. Die sind aktuell Tabellen-14. Mit genau auch 14 Punkten. Ja. Da sollten wir mal langsam wieder. Und das tun wir mit dieser Startelf hier. Matanovic lasse ich mal von Anfang an spielen, weil Füllkrug, dem gönne ich mal eine Pause. Der muss sich mal wieder regenerieren, dass der in der Champions League fit ist. Danach spielen wir nämlich gegen Manchester United, Leveling und Brobbey. Also, und Jon hat hier wirklich keinen schlechten Sturm. Wir gucken mal, was das... What the fuck? Ach du Scheiße, Junge. Okay, die Probleme sind zurück. Das ist krass. Alter Falter, was für eine eklige Niederlage. Also aktuell irgendwie in der Bundesliga, kann man ja mal ehrlich sagen, so ein bisschen der Wurm drin, ne? Also Niederlage gegen Union, Punkteteilung gegen Bochum und Kiel. Wir sind seit, ja, ungefähr 4 Wochen sieglos in der Liga. Ah ja, und jetzt kommt Leipzig auswärts, Gladbach zu Hause, Bayern auswärts. Na, Prost Mahlzeit. Ja, und vorher noch zu Hause gegen Manchester United. Wir sind schon in der K.O.-Phase der Champions League. Und Niklas Füllkrug, der ist so gut in Form, der steht irgendwie die ganze Zeit, dass er in eine Woche auf 81 runtergeht. Wer aber maßgeblich an unserem Champions League-Erfolg beteiligt ist, das ist natürlich João Pedro, der auf dem besten Weg dazu ist, noch in dieser Saison auf 86 zu gehen. Matanovic aktuell schlecht in Form, trotzdem kurz davor auf 78 zu gehen. Ich klicke hier mal so ein bisschen durch. Carlos Correa ist gerade auf eine 75er Bewertung gegangen. Das ist auch strong. Naja, bei Coutinho geht's runter. Das ist nicht verwunderlich. Selbst Stay geht nochmal hoch, geil. Und wer sogar echt nochmal auf eine 84 gehen könnte, ist Ortega. Mit 33 Jahren, das ist sehr geil. Aber wir gehen jetzt erstmal rein in die Champions League. Und so wie es aktuell läuft, kann man, was die Champions League angeht, sehr, sehr gerne so eine Pressekonferenz antreten. Was hat die Presse denn heute für Fragen? Lass uns bitte nicht über die Bundesliga reden. Auf dem Papier sind Manchester United und SV Werder Bremen ziemlich ebenbürtig. Wie werden sie dieses Spiel angehen? Guck mal, das ist doch eine schöne Frage. Wir müssten ein gutes Spiel zeigen. So, schöne Frage zum Einstand. Zuletzt hat ihr Team schwankende Leistung gezeigt. Wie sehen sie diese Formschwankung? Junge, du hast 90 Minuten Zeit, dir eine Frage hier vor der PK zu überlegen. Und dann kommst du mir mit so einer Scheißfrage, Junge. Wir werden allen zeigen, was wir können. Mann, was ein Dreck, Digga. Und nach dem Wunder von der Weser gegen Juventus Turin soll es jetzt noch ein weiteres gegen Manchester United geben. Manchester United muss hier in dem Spiel mehr oder weniger schon fast punkten, damit man nicht auf Schützenhilfe von RB Salzburg bzw. Juventus Turin angewiesen ist, um überhaupt in die Europa League zu kommen. Juventus Turin und Werder Bremen liefern sich nämlich ein Fernduell. Beide Mannschaften sind zu 100% für die Champions League K.O.-Phase qualifiziert. Es geht nur noch darum, wer eben den ersten Platz und damit das vermeintlich einfachere Los für die Achtelfinalbegegnung bekommt. Und wenn der SV Werder Bremen hier heute gewinnt, dann kann ihn niemand mehr den Gruppensieg nehmen. Die Spieler lauschen gespannt der Champions League Hymne und bereiten sich in den letzten Sekunden vor diesem Spiel nochmal vor, sammeln sich und dann geht's hier gleich rein. Wenn man hier heute unentschieden spielt oder gewinnt, hätte man keines der direkten Duelle gegen die haushohen Favoriten Juventus Turin und Manchester United verloren. Und das ist, egal wie das hier ausgeht, auf jeden Fall eine geisteskranke Leistung, dass man überhaupt diese Gruppe hier überlebt hat. Also beste Vorzeichen für dieses Champions League Spiel. Aber wenn wir gleich auf die Aufstellung schauen, wenn wir uns die Spieler von Manchester United angucken, United kommt hier definitiv nicht mit einer B11. Die nehmen dieses Spiel ernst.
müssen sie ja auch, weil man weiß ja nicht, was Juventus Turin auf dem anderen Platz macht. Wir gucken mal hier in die Startelf vom Rüdiger Rammel vom SV Werder Bremen. Nur Ole Arnold überrascht auf der 8er Position. Tom Kraus bekommt mal ein kleines Päuschen. Und dann Manchester United mit folgendem Aufgebot. Einige gelb vorbelastet. Guckt euch das an. Cristiano Ronaldo auf der Bank, Kudus auf der Bank, Acuna, Lo Celso. Das ist eigentlich eine absolute Champions-League-Mannschaft. Unfassbar, dass die Euroleague spielen werden. Der Ball rollt im Weserstadion, der SV Werder Bremen stößt an und dann geht's los. Und es gibt direkt eine Kontermöglichkeit. Ole Arnold und der schickt direkt João Pedro auf Reisen. João Pedro und der vergisst den Ball. João Pedro, was machst du, Junge? Aber die nächste Kontermöglichkeit, diesmal Correa. Wieder auf João Pedro. Kann der den Ball vor Martinez ab... Digga, der vergisst einfach schon wieder den Ball. Was ist denn da los? Eckball, Bremen. Correa. Vom Tor weg zu Pedro. Der steigt hoch, kriegt ihn nicht. Aber Delaney kommt nochmal. Und jetzt nochmal João Pedro. Niklas Stark. Oh, ganz wilde Einlage. Und es ist wieder Gonzalo Guedes durch. Gegen David Raum. Der macht es aber gut, Stark. Erstmal die ersten Probleme hier beiseite geräumt, aber United bleibt am Drücker und Ortega mit einer guten Parade. Und damit ist das Spiel vorbei, ein 0:0 zwischen Bremen und Manchester United. Wie im Hinspiel gibt es eine Punkteteilung, Erik ten Hag und Rüdiger Rammel schlagen ab. Man ist in der Champions League K.O.-Phase. Die Frage ist jetzt nur, ist United über den Winter hinaus noch europäisch dabei? João Pedro, der macht sich zu Recht Vorwürfe, heute kein gutes Spiel von ihm. Und ist Werder Bremen Tabellensieger dieser Gruppe? Und der SV Werder Bremen hat die Gruppe gewonnen. Und RB Salzburg geht in die Euroleague. Und United ist raus. Ach du Scheiße, über die Bundesliga quatschen wir gleich. Aber Champions League, das ist eine entspannte Nummer. Salzburg gewinnt 3:1 auswärts bei Juventus Turin und ist damit in der Europa League. Und wir sind tatsächlich Gruppenerster. Und Vinicius Junior krallt sich den berühmt-berüchtigten Ballon d'Or. Der Brasilianer hebt ihn hier stolz hoch. Und Coutinho ohne Einsatz unter Rammel. Ey, alles gut, mein Freund. Du spielst in der Liga wieder. Wir haben das besprochen. Arbeitsteilung. Mach jetzt nicht diesen. Bis jetzt funktioniert das super, die Saison. Tja, und gegen Leipzig müssen wir. Sechster gegen Siebter. Beide 25 Punkte. Wir müssen den Anschluss an die Top 3 halten. Dortmund ist da ein bisschen weggezogen mit 31 Punkten. Bayern München ist unaufhaltsam. Ich sage jetzt schon mal Glückwunsch zur Meisterschaft. Also das ist absolut geisteskrank, was die da anstellen. Okay, Dortmund hat aber auch schon ein Spiel mehr. Ne? Wenn wir jetzt einen Sieg holen gegen Leipzig, sieht's gut aus. Dürfen wir aber auf keinen Fall verlieren. Und was ist der Vorteil einer breit aufgestellten Mannschaft? Wir können richtig, richtig schön rotieren. Coutinho von Anfang an, Delaney, Kraus. Kraus haben wir ja geschont. Und damit die erste Garde aufs Feld schicken. Auswärts bei Rasenballsport Leipzig. Come on, ey, hier 3 Punkte wären so unfassbar wichtig. Die haben aber halt auch eine geisteskranke Truppe da auf dem Feld, ne? Hey, und die haben auch einen Ortega. Oh, und wir haben Coutinho! Und wir haben viel Coutinho! Gerade noch gesagt, Phil, vertrau mir, ich mach das für deine Matchfitness, damit du in den entscheidenden Spielen die 70, 80 Minuten noch von Anfang an gehen kannst, Junge. Vertrau mir doch einfach, Bruder! Du musst mir doch einfach nur vertrauen, Junge! 1:0 Phil Coutinho! Ja, und fast direkt das 1:1 kassiert. Qualität, 1:1. Leipziger haben Qualität, man merkt das. Das ist schon Smith Rowe, Nkunku, Correa, Bruno Fernandes. Naja, egal, weiter geht's. Meine Damen und Herren, Phil Coutinho. Ich hab es dir doch gesagt, Junge. Hör mir zu, Philipp Coutinho. Hör doch einfach mal auf den Star-Coach Rüdiger Rammel. Der weiß doch ganz genau, was für dich am besten ist. Wirst in einem halbwegs unbedeutenden Champions-League-Spiel geschont und darfst dann im alles entscheidenden Bundesligaspiel eine Masterclass raushauen. Guck dir das an. João Pedro, Felipe Coutinho, stark gemacht, João Pedro, Tom Kraus, Coutinho, João Pedro und das 3:1 durch Thomas Delaney, Junge! Geil, Alter! Oh, Coutinho ist am Ballen, Füllkrug. Oh, Coutinho macht so Spaß heute. Agu? Füllkrug? Schade. Coutinho will nochmal. Matanovic will nochmal. João Pedro. Nee, kommt nicht durch. Trotz allem, wir gewinnen dieses wichtige Auswärtsspiel.
Die haben auch noch Pfeiler Mondi auf der Bank. Ach so, ja, klar. Pepe haben die auch noch. Kodo Mohani auch noch auf der Bank. Ja, ja, klar. Freunde, sehr wichtig dieses Auswärtsspiel. 3-1 Auswärtssieg. Coutinho Masterclass. Ich habe ihm extra mal 90 Minuten gegeben. Weil die hat der Mann sich verdient. Der war geisteskrank heute. Tabellenplatz 4 ist zurückerobert. Jetzt geht's gegen Gladbach. Die sind aktuell 13. Wenn wir das gewinnen, gegen Bayern gehen wir wahrscheinlich baden, haben wir eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt. 31 Punkte, das wäre top. So, und Coutinho, ich hoffe, zwischen uns ist jetzt alles wieder gut. Ich würde dich eigentlich auch gerne gegen Gladbach spielen lassen, aber der packt halt, ne? Von der Physis her, was hat er noch für Ausdauer? 62, das merkt man übrigens auch bei Füllkrug, 72 Ausdauer. Guck mal, also João Pedro zum Beispiel 83. Füllkrug musste halt eigentlich echt meistens so in der 70. rausnehmen. Das merkt man dann jetzt halt schon im Alter, obwohl der halt immer noch gut performt, ne? Kannst du nichts gegen sagen. Aber ihr seht auch, Füllkrug kann aktuell den Schnitt nicht so ganz halten, ne? Der war mal nach 11 Spieltagen bei 11 Toren, ist jetzt nach 15 Spieltagen, hat nur 14 gespielt, nur noch bei 13. Kunja hat den überholt, aber Niklas, macht dir keinen Stress, ist alles gut. Also, Heimspiel gegen Borussia München Gladbach. Kommt, Jungs. Ich vertraue euch. Ihr seid eine gute Truppe. Coutinho vielleicht von der Bank bringen, wenn es die Zeit zulässt. Ja! 2-1! Raum und Delaney. Guck mal, und dann, auch wenn Füllkrug und João Pedro mal nicht treffen, dann machen es halt die anderen. Let's go, Delaney, der Captain geht voran. Wichtiger Treffer. Ja, das ist so ein wichtiger Sieg, Junge. Und jetzt gucken wir auf die Tabelle. Tabellenplatz 4 zur Hinrunde. Ist aber halt noch nicht gesaved. Dortmund jetzt wieder einen kleinen Hänger drin gehabt. Die waren, die müssten jetzt ein, zwei Spiele am Stück verloren haben. Ja. Herbstmeister Bayern, das Ding ist geritzt. Aber ich würde ganz gerne auf Platz 4 überwintern. Oder vielleicht noch höher. Dortmund spielt noch auswärts in Leverkusen am letzten Spieltag. Dann ist ja jetzt auch gleich schon Weihnachten. Ja gut, Dortmund zu Hause 2-1 gegen Bayern verloren. Bayern mit einem Unentschieden gegen Hannover. Okay, das ist sehr untypisch. Und Dortmund auch 1-1 in Gladbach. Also so einen guten Dezember spielen die nicht. Und der Geschäftsführer weist uns auf Folgendes hin. Wir könnten im Winter zwei Spieler verlieren. Und da schauen wir einmal ganz kurz drauf. Das sind nämlich Thomas Delaney und Niklas Stark. Delaney werde ich auf jeden Fall nicht mehr verlängern. Da gab es ja auch schon mal diese News, dass er erwägt aufzuhören. Und nach der Saison, wirklich, dann hat er sehr, sehr verdiente 3 Jahre bei uns gespielt. Dann sollte das Ding auf jeden Fall auch durch sein. Wir führen da ja Angelo Stiller schon langsam in diese Rolle rein. Und ich sehe bei Delaney halt nicht, dass der so dieser Backup-Spieler sein sollte. Der macht die Saison noch so als Dreiviertel-Stammkraft, sage ich mal, durch. Und dann lassen wir den Vertrag auslaufen und dann passt das auch für mich. Wer sich aber eine Vertragsverlängerung mit seinen Leistungen wirklich verdient hat, und das habt ihr mir auch in den letzten Folgen in die Kommentare geschrieben, ist Niklas Stark. Der kommt hier mit seiner Beraterin ins Büro und da würde ich ganz gerne einen neuen Vertrag aushandeln. Denn das ist so ein unfassbar wertvoller Spieler. Der macht nie irgendwie groß Töne oder so. Der nimmt seine Rotationsrolle auch an. In den wichtigen Spielen, wo er spielt, ist er da. Rolle im Kader wichtig. Akzeptiere ich. Das trifft genau auf ihn zu. Spielt nicht jedes Spiel, aber sehr häufig. Den Vertrag würde ich ganz gerne dann aber um 2 weitere Jahre verlängern. Und dem stimmt die Beraterin von Niklas Stark auch soweit erstmal zu. Eine Freigabesumme soll es nicht geben. Und das Gehalt würde ich dann einfach so ein bisschen auf Champions League Niveau eben auf 30.000 Euro pro Woche anheben. Und dann hoffe ich, dass Niklas Stark damit d'accord ist. Und das ist er. Niklas Stark bleibt beim SV Werder Bremen für weitere 2 Jahre. Ey, echt geil, dass wir den noch verlängert haben, ne? Hat er sich aber auch wirklich verdient durch seine Leistung. Also seht mal her, Rüdiger Rammel verteilt hier ein paar Weihnachtsgeschenke. Kurz vor dem Heiligen Abend. Gehaltsstruktur sieht übrigens aktuell folgendermaßen aus. Ist alles wirklich noch voll im Rahmen. Also es sieht wirklich super aus, kannst du nichts gegen sagen. Und es gibt auch tatsächlich keinen Spieler, der sich hier irgendwie aktuell über seinen Vertrag ärgert. Die sind alle mit der Bezahlung zufrieden. So sollte das sein. Und zum Abschluss der Hinrunde spielen wir auswärts beim FC Bayern München. Die beiden Top-Torjäger der aktuellen Bundesliga-Saison treffen aufeinander. Mateusz Kunja und auf unserer Seite Niklas Füllkrug. 15 Saisontore. Gegen, ich glaube, 13 Saisontore, wenn ich mich nicht täusche. Es gibt eine Philipp Lahm-Choreo, 17. Spieltag der Bundesliga-Saison. Bayern München auf absolutem Rekordkurs, haben bis jetzt in 16 Spielen 14 Mal gewonnen und 2 Mal unentschieden gespielt. Das ist absolut verrückt gegen den SV Werder Bremen, die ihren Champions-League-Platz zementieren wollen. Kapitän Pellegrini geht bei den Bayern voran. Im Tor steht Kepa Arrizabalaga. Der hat ja Manuel Neuer auf der Nummer 1 verdrängt. Und dann gehen wir rein in die Partie. Ex-Bremer Kevin De Bruyne mit der Rückennummer 7 von Anfang an. Jamal Musiala von Anfang an. Das ist absolute Qualität in der Startelf der Bremer. Bei uns Rückkehrer Felipe Coutinho, hat ja auch bei den Bayern gespielt. Wird heute ebenfalls von Anfang an.
Bayern spielen. Und dann gehen wir rein in der Allianz Arena, 17. Spieltag, Bayern München gegen den SV Werder Bremen. Also hier einen Punkt wäre schon wirklich richtig gut. Boah, Raum. Wieder Katastrophe. Und Ortega. Oh, und Agu. Was ist denn los mit den Jungs? Kostic bei der Ecke. Auf den Kopf von Agu. Kontermöglichkeit vielleicht für João Pedro. Der hat Tempovorteile. Gegen den in die Jahre gekommenen Kevin De Bruyne. João Pedro in der Mitte ist Felipe Coutinho. Und der schädelt ihn ein mit dem Kopf. Super Konter der Bremer. João Pedro. Und dann ist es Felipe Coutinho an alter Wirkungsstätte in der Allianz Arena. Aber was für ein Lauf, was für ein Antritt, was für ein Dribbling von João Pedro. Zeigt dir wieder, warum er mittlerweile zu einem der besten Stürmer Europas gehört. Und Felipe Coutinho muss einfach nur den Kopf hinhalten. Ist vor Kimmich da, ist vor Kepa da. 1:0 Werder Bremen. Drittes Saisontor Felipe Coutinho. Delaney. João Pedro. Felipe Coutinho versucht es aus der Distanz, selbstbewusst. Agu. Und im Hintergrund kommt Füllkrug. Kepa. Coutinho bei der Ecke. Kann man so zurückköpfen, wenn man will. Ah ja. Füllkrug super stark. Coutinho. Noch stärker. Pedro. Bitte nicht. Digga, wie gut sind die Bremer gerade. Eieieiei. Und João Pedro hat fast ein absolutes Traumtor gemacht. Aber Kepa hat was dagegen. Boah, es ist überragend. Und das ist der Top-Torjäger der Fußball-Bundesliga. Und der holt den Ball. Mateusz Kunja, 1:1. Das ist in der Schnelligkeit nicht zu verteidigen. Das ist überragend gespielt. Einmal kurz der Doppelpass mit Musiala und Mateusz Kunja. Aus knapp 14 Metern. 1:1. Ja, Rüdiger Rabbel regt sich auf, zu Recht. João Pedro, wieder so ein Antritt. Nimmt Agu mit und der ist auch schnell. Agu, ganz viel Platz vor sich. Agu, verzögert. Füllkrug, Niklas Füllkrug, er kann es noch. Niklas Füllkrug mit dem 2:1. Nächster Top-Konter der Bremer in die Wege geleitet von João Pedro. Agu tritt einmal kurz auf den Ball, stoppt ab und bringt ihn dann perfekt in den Rückraum zu Niklas Füllkrug, der perfekt einläuft, über Standbein drüber, in die lange Ecke. Die Bremer führen wieder 2:1. Und wieder Mateusz Kunja. Das ist extrem stark, was er macht. Kostic, Kunja, Mateusz Kunja, Morgalla in höchster Not und wieder Kontermöglichkeit. Und wieder João Pedro. Füllkrug muss sich erstmal drehen. Coutinho. Super Ball auf João Pedro. Kann sie nicht durchsetzen. Delaney. Zweite Bälle kriegen wir. Tom Kraus. Aber das dauert zu lange. Agu. Oh, und dann so ein Fehlpass. Lobe ich ihn gerade noch. Die Bayern nochmal mit Musiala. Und Stiller greift alles in diesem Zweikampf, was er hat. Aber der Ball kommt nochmal in den Rückraum. Nochmal zu Skamaka. Nochmal zu Musiala. Jamal Musiala. Und jetzt den Ball einfach irgendwie da raus. Marvin Ducks, geh einfach nochmal irgendwie. Bringt den Ball lang auf Korea. Und das sollte reichen. Ducks kriegt ihn nochmal. Aber das Spiel ist vorbei. Und der SV Werder Bremen gewinnt zum Abschluss dieser Hinrunde das erste Spiel in der Bundesliga gegen den FC Bayern München. Kein anderes Team hat es in der Hinrunde geschafft. Die Bremer beenden dieses Jahr mit einem Auswärtssieg bei den Bayern. Und das ist ein Statement für die Rückrunde. Und dann können die Spieler in den wohlverdienten Urlaub kurz vor Weihnachten. Wir beenden die Hinrunde auf Tabellenplatz Nummer 3, punktgleich mit Hoffenheim, die haben die etwas bessere Tordifferenz. Unsere Abwehr hat sich super stabilisiert, kannst du sagen, was du willst. 19 Gegentore nach 17 Spielen, das ist super in Ordnung. Offensive sieht auch gut aus. Also, so stelle ich mir das doch vor. Und dann würde ich sagen, ab in die Feiertage und dann gleich frohes neues Jahr. Und so ist es, frohes neues Jahr. Mateusz Nunes wird bei PSG vorgestellt und Manchester City holt sich, nee, Dileb holt sich, Leicester holt sich Dileb von City. So, wir haben einige Nachrichten vom
Vorstand bekommen. Ja, die Bremer, ja, die Vertragssituation von Delaney ist klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben Meier, Klein und Meier und Keller ausgeliehen und kriegen einen Monatsbericht der Jugendmannschaft. Der Kollege Beck ist leider immer noch nur 16. Ah, das tut weh. Und das Potenzial von Strasser tut auch weh. Das ist echt bitter. Komm, Junge, werd mal 16 hier, Dennis Beck. Ich will dich sehen. Ich will gucken, was du leisten kannst. Scouting-Updates nehmen wir dann auch nochmal ganz kurz mit. Alessandro Santos, ja, 1 Million wert. Holy shit. Mats Walter. Ist das unser Ortega-Nachfolger? 17 Jahre jung, 2,6 Millionen Euro Marktwert. Mats Walter, direkt ins Jugendteam. Sofort verpflichten. Wir haben unser neues Keeper-Talent. Und genau danach habe ich gesucht. 17 Jahre jung, 68er Rating. Den könnten wir eigentlich in der Transferphase hier noch hochziehen und dann verleihen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ich mit dem machen soll. Ansonsten seht ihr wie immer hier unser Team. Füllkrug ist jetzt gerade wieder auf ein 80er Rating runter. Ortega hat sich auf 84 entwickelt. Und auch ein ganz kurzes Leihspieler-Update seht ihr hier. Könnt ihr mal gucken, wer sich wie entwickelt hat, ob da schon was Interessantes dabei ist. Der De Oliveira auf 67 hoch, Salas 76, Benedikt Meier bei Mallorca auch gute Schritte gemacht, Hartmann bei Eindhoven hoch, Kai Meier, der ist jetzt in der Rückrunde bei Crystal Palace. Also ja, wir haben ja auf jeden Fall eine richtige Leihmannschaft zusammen. Ortega auf 84, da geht die Entwicklung sogar noch weiter. Ich bezweifle mal, dass er noch auf 85 geht, aber man darf ja hoffen. Raum ist auf dem besten Weg zur 86er Gesamtbewertung. Buchanan, super Backup, alles so wie gehabt. Morgalla, auch der macht weiter Steps auf dem Weg zu 78. Akanji ist auf ein 83er Rating gegangen, das ist auch sehr geil, dass der sich nochmal verbessert hat. Niklas Stark bleibt bei einer 79. Ja, Chiaro Dia, da muss ich sagen, da habt ihr auch in die Kommentare geschrieben, da stehen die Zeichen jetzt halt wirklich auf Abschied. Da ja, hat er den nächsten Entwicklungsschritt verpasst. Es war halt damals die Verletzung, die ihn rausgeworfen hat. Ne? Mittlerweile hat sich der SV Werder Bremen einfach weiter nach oben entwickelt. Chiaro Dia ist so ein bisschen stehen geblieben. Den werden wir dann sehr wahrscheinlich abgeben. Bella Kotschap in 3 Wochen auf einer 81. Agu, ey, super, was der hier ableistet. Richtig, richtig geil. Bei Delaney wird es jetzt bald runter auf die 79er Bewertung gehen. Ey, Ole Arnold, sehr, sehr nicer Jugendspieler, sehr, sehr guter Backer. Möchte ich auf jeden Fall behalten. Hätte ja auch ein paar Einsatzzeiten bekommen. Angelo Stiller aktuell schlecht in Form, aber geht dann auch bald auf die 80. Tom Kraus, 82, auch sehr stark. Matanovic, da sieht es jetzt in der Entwicklung wieder besser aus. Ist auf dem besten Weg zu 79. Joao Pedro in 14 Wochen 86, Junge. Okay. Geil, 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 geil. Und Füllkrug in, ja, 22 Wochen. Am Ende der Saison geht er dann wahrscheinlich runter. Ich werde jetzt hier aber nichts mehr groß machen, Freunde. Schreibt mir rein, was wir in der Wintertransferphase erledigen sollen. Ich würde eigentlich immer noch ganz gerne für die Kadertiefe Friede verpflichten und dann vielleicht Chiaro Dia abgeben. Dann haben wir 5 richtig gute Innenverteidiger, die sich abwechseln können. Zumal man ja sagen muss, Bella Kotschap in allen Ehren, aber die Medien haben ja nicht ganz Unrecht. Also ist er schon so bereit, da immer Verteidiger Nummer 1 zu sein oder Verteidiger Nummer 2 neben Akanji. Ich würde da Friedel gar nicht schlecht finden. Dann haben wir da immer noch Morgalla, Bella Kotschap. Also dann haben wir da eine riesige Auswahl an Spielern, die wir bedienen können. Ansonsten bin ich so mit der Kadertiefe unfassbar zufrieden. Ich sehe jetzt auch nicht den Sinn, hier im Winter noch einen neuen Zehner zu holen, weil Correa und Coutinho machen es halt wirklich richtig gut. Und Correa ist ja auch schon wieder 3 Gesamtstärken nach oben gegangen. Also er wird dann wahrscheinlich am Ende der Saison so 77, 78 haben, wenn es so weiterläuft. In den Statistiken sehen wir auch Niklas Füllkrug, wieder eine absolute Mördersaison. Joao Pedro brauche ich euch nicht erzählen. 11 Vorlagen in der Bundesliga. Der ist einfach geisteskrank. Correa macht super. Coutinho macht es richtig, richtig gut. Vor allem auch in der Champions League. Deshalb, ich bin aktuell wirklich unfassbar zufrieden, Freunde. Lasst ein Like da, wenn euch diese XXL-Folge gefallen hat. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, haut da rein und ciao, ciao.